nächste Updates, nächste DLC, könnte man fast schon sagen, ne? Also, das ist Wahnsinn, ey. Wie die Zeit verrennt, du kommst schon gar nicht mehr hinterher. Loco Almoin, Brummi 3 Kiss, Brummi 3 Kiss. Klapperstor, schönen guten Morgen, mein Lieber. Ach, das ist immer schön. Jedes Mal, wenn ihr dann diesen Text-to-Speak habt, ne, oder benutzt, ne, habe ich euch dann auf der Aufnahme. Also das ist so lustig, manchmal das anzusehen. Oder auch die Videos dann anzusehen. Das ist, ja, yippie-yay. Ja, also es gab dann nämlich noch einen anderen Punkt, der mich da sehr, wir hatten den ja im Livestream auch gehabt, und zwar der LS25 Story-Modus, das was bei Com-Up damals veröffentlicht wurde, ist. Klingt eigentlich sehr interessant, nur will ich halt mal gern so eure Meinung hören. Also, falls das Video, also die Aufnahme, die wir jetzt gerade machen, die kommt auf jeden Fall heute noch raus, ne? Das heißt, da könnt ihr mal gerne mal unter die Kommentare schreiben, was ihr davon so haltet. Also man muss sich das schon. Ich verlinke den Beitrag nochmal unten, denn es ist schon faszinierend. So, mein lieber Klapperstorch, ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende. Ich wünsche auch erstmal einen schönen Start in die, oder verlängertes Wochenende für die meisten. Verlängertes Wochenende, was ist das? Will ich nicht. Justin. Nein, ich bin da. Weiß nicht, wie schaffe ich hier da? Der Busfahrer da. Intel ist so teuer. Ja, ich weiß. Was will ich denn machen? Mann, ich bin jetzt schon bei 1149 Euro und habe noch nicht mal die Grafikkarte umgebaut. Eieiei. Also, ich bin zufrieden mit dem Setup, was ich hier habe. Ja, danke schön, liebe KI. Warum könnt ihr eigentlich nicht warten, wenn ich um die Kurve bin? Also rechts vor links kennt ihr nicht, oder König der Straßen, ne? Das kennt ihr nicht, wa? Ja, geil, jetzt gibt's kein Mainboard, wo der i7 drauf passt. Jetzt muss ich jetzt rollen hier, oder was? Oh. Ach ja. Komm. So, wir sind gerade ein bisschen aktuell dabei, die Achterbahn zu vervollständigen. Um die Produktion weiter voranzubekommen und um den großen Kredit mal da wegzuhauen. So, das heißt jetzt... Treppengeländer, Holzfliesen. Der geht und der andere geht nicht. Willst du mich jetzt hier komplett auseinandernehmen? Wahnsinn. Das heißt, wir sind fast fertig, ne? Jetzt muss man noch das Stahl, den Stahl noch mal liefern. Ach komm. Das sind mir schon die Chance. Warum möchtest du dir eigentlich wieder einen neuen PC bestellen? Weil ich meinen nicht aufrüsten kann. Oh, das ist gemein. Das ist das Problem. Das ist gemein. Ich habe mir damals ein Intel Core i7 bestellt. Ja. Auf meinen Sockel. Der passte auch. Aber leider, als ich den dann angemacht habe, fing der Computer nur an zu piepen. Ja gut, okay. Mein Vater kennt jemanden, der kennt sich mit Computer aus. Der hat das mal beruflich gemacht. Okay. Als die Fachmann blablabla, hatte PCs für Krankenhäuser und so, hat alles fertig gebaut und so. Hat sich das Ding dann angeguckt und hat gesagt, so, pass auf, der an sich, der Prozessor passt, aber er kann nicht. Der schafft den nicht. Hä? Ja gut, okay. Habe ich über 280 Euro für den i7 im Wind geschossen. Ah, das ist doof. Der i7 liegt jetzt bei mir auf dem Schrank, ich kriege ihn nicht mehr weg. Super. Und, ja. Es ist ja auch momentan auch irgendwie schwierig, dass du dass man einen gescheiten Computer da findet, ne? Ja, hier, guck mal, ich guck gerade auf. Ich meine, dass die Qualität der liefert, weil wie gesagt, Mann, du hast mir gestern. Ja. Ich soll wohl machen, dann werde ich nicht mehr so im stimmt, das ist auch wieder wahr. Das ist auch wieder wahr. So. Oh, das sollte man vielleicht mal runterschalten, dann fährt das sich besser. Das ganze Problem ist, wenn ich jetzt auf den i7 meine Suche taktiere,
Ja. Fängt das hier an mit 1649 Euro. So. Okay. Und dann kommen wir aber bei der Grafikkarte an. Dann ist der Prozessor krass, aber die Grafikkarte ist scheiße. Gut, was das anbetrifft, du musst halt wissen, für was du das Ganze halt brauchst. Ne? Also deshalb stelle ich mir selber zusammen, damit ich weiß, was da drin ist, so, was brauche ich da drin und was brauche ich nicht, so was. Weißt du? Hoppala. So, jetzt holen wir mal den Stahl ab. Stahlwerk. Das wird nämlich gleich richtig, richtig schwer hier. Moment. Hast die ganzen Bäume schon weggeholt, die irgendwann vom Sturm umgefallen sind? Ja, fast alle. Fast alle. Ich bleib von Intel-Core weg, ich gehe auf AMD. Das ist mir maximal zu teuer. Alter, ist AMD wirklich günstiger? Naja, es kommt drauf an, ja, also ich meine. Ja, der kriegt also jetzt hier so, guck mal, bei AMD Ryzen 5 mit einer RTX 3050 geht's ab 750 Euro los. Also, da geht's bei Intel Core ab 1000 los. Ja, gut, das ist wahr. Also. Es ist halt ein bisschen schwer, wenn man sagt, hey, pass auf, für was brauchst du das oder was willst du überhaupt mit dem Ganze? Ja, du weißt halt, ne? Mhm. Ist halt schon. Ich sag dir ehrlich, ich habe jetzt einen Ryzen 9 da eingebaut, einen 5900er. Ja? Ja. Da bin ich bei 1119 Euro. Mit einem Ryzen 9. Okay. Da wäre ich bei Intel Core schon fast bei 2. Locker bei 1,9. Ach Gott, ja. Das ist ja einfach dieses ganze Problem. Also, gut, okay, jetzt kommt halt dazu, dass der den Ryzen 9 hier nicht akzeptiert, warum auch immer. Das könnte natürlich jetzt auch an Bord liegen. Mal gucken. Nee, der kann den Ryzen 9 gar nicht. Also ich weiß halt, für die LFM war halt, also für mich war halt klar, ACC, also Rennspiele sollte halt schon knacken können. Man hat es halt bei den Formel 1 Spiel ganz klar gemerkt. Und fand ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also wie gesagt, für. Mir geht es einfach nur darum, dass der die Sachen, die er jetzt, die mein jetziger PC macht, ja, dass der die nicht mehr macht. Okay. Ja, das ist das, worum es mir geht, weil wenn ich GTA spiele, ja, das ist ja, wenn ich RP spiele, startet der GTA, der startet 5M, dann habe ich OBS am Laufen, dann habe ich keine Ahnung, wie viele Sachen offen, allein nur fürs PD. Da habe ich das Aktensystem offen, das Emergency OS und hast du nicht gesehen, Leitstellen, bla 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 bla. Mhm. Darum geht es halt einfach, dass der irgendwann ab einer gewissen Anzahl anfängt zu spacken. Ne, so, und jetzt macht er das zwischendurch auch. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe gerade keinen Sound. Er schaltet auf einmal alles ab. Okay. Ich weiß nicht warum und ich finde den Fehler nicht. Aber wahrscheinlich ist der Fehler behoben, wenn ich den komplett neu aufsetze. So, aber der war bei mir schon unten durch der Rechner, als ich gehört habe, du kannst den nicht aufrüsten. Da war ja schon unten durch bei mir, da hat er schon keine Chance mehr gehabt. Oh Mann. Da hätte ich mal liebsten schon direkt durchs Fenster gewärmt. Glaube ich dir. Da war ich richtig sauer.
Oh, Junge, sage. Vor allem, wenn ich mir überlege, dass da oben auf dem Schrank über 200 Euro liegen und ich krieg die nicht los. Im Normalfall sitzt der Fehler circa 30 cm vom Bildschirm lang. Manu, das ist so nicht. Ja, das ist also... Du musst eigentlich genau wissen, für was du den Computer eigentlich wissen musst. Ich weiß ganz genau, ich brauche ihn für den Simulator und ich brauche ihn auch für mein Star Trek und für Star Wars, das MMO-Game. Ja, dass das halt am Laufen ist. Ich bin zufrieden mit dem, was ich jetzt da habe. Jetzt heißt es wirklich mal in die Pötting kommen und hier auch das mal auszureizen, was man halt dafür benutzen kann. Und wenn das halt klappt, ist es noch umso besser. Ja, und gerade vor allem für OMSI, ich meine, ich habe heute Morgen noch das Video gemacht für die Natalie. Warum funktioniert das nicht? So. Pass auf, ich sag dir jetzt, bei welchem Preis ich bin. Ich bin jetzt bei 1355 Euro. Hab einen Ryzen 7 drinne, ein AMD B550 Mainboard, eine RTX 3060, 32 GB RAM, eine. Auf dem Mainboard hat der eine 500 GB Festplatte, eine 1 TB Samsung Festplatte, eine 2 TB Samsung Festplatte. So, für 1355 Euro, da reicht bei Intel Core schon weit drüber. Okay. Weil Intel ja schon schweineteuer ist. Ja, ich mein. Ja, was soll ich halt schon dazu sagen, ne? Also... Mittlerweile gibt es ja DDR5. Da wird der ganze Scheiß noch teurer. Das stimmt. Ach, verdammt, jetzt habe ich das ganze Metall verkauft. Oh, ich wollte doch eigentlich... Habe ich noch was als Reserve da drin? Was passt ihm jetzt wieder nicht? Ah. Das Gehäuse passt ihm nicht. Lol. Das Gehäuse wollte ich sowieso ändern. So, das passt ihm jetzt nicht. So, habe ich wieder was verkauft. Egal. Jetzt habe ich ein bisschen wieder was verkauft, was ich eigentlich nicht verkaufen wollte. Ist jetzt aber nicht schlimm. Können die Sachen erstmal weiter produzieren. Und dann haben wir quasi schon mal für die weitere Arbeiten der Achterbahn das Problem erledigt. Also wir müssen jetzt quasi dann nur noch erstmal gucken, dass wir die Schulden abbauen können. Besser gesagt, wir müssten nämlich gleich auch nochmal eine neue Ladung an Eisenerz zur Schmelzfabrik quasi bringen. Ja, lassen wir das auch nochmal hinter uns haben. So, dann darf ich mir aber auf jeden Fall das vergessen, nicht aufzuschreiben, dass wir die nächsten Metallsorten, das nächste Metall auf jeden Fall nicht zur Fabrik oder zur Achterbahn bringen oder verkaufen werden, sondern das ist der Tischlerei oder Möbelfabrik nämlich bringen. Sonst haben wir nämlich echt ein dickes Problem. So. Allerdings haben wir jetzt erstmal genug Geld. Auch wenn wir noch Schulden abzubezahlen haben. Aber es passt auch. Manu, ganz kurz, ich weiß nur, ob du es mitbekommen hast. Das Totholz, was ich, die Aufträge, die ich hier gemacht habe, ne? Das tote Holz habe ich abtransportiert und habe es ins Sägewerk reingeballert. Bevor ich den Auftrag abgegeben habe. Also das funktioniert schon mal. 125, oh, das passt ja. So, denn wir brauchen auf jeden Fall einen gescheiten Volvo. Ah, drei Achser. Was für ein Biest sollen wir uns denn holen? Jetzt geklingelt oder nicht? Klingelingeling, klingeling.
Ich bin doch da. Jetzt heißt wenn er Klingelingeling, Klingelingeling, hier kommt der Weihnachtsmann. Ich bin alt. Und? Ich kann gerade überlegen, welchen haben wir denn? Ach. Komm, wir machen es mal anders. Wir mieten den uns einfach mal. Den bieten wir uns einfach mal. Dann schauen wir mal, ob der abgeht. Was ist das? 50. Ja, für 11 können wir uns mal leisten da. Vom Sound her. Naja, okay, lassen wir mal stehen. Vom Sound her können wir mal stehen lassen. So. Nochmal. Jetzt müsste man Günni fragen. Ich wüsste ganz genau, dass er sagen würde, meiner gefällt mir besser. Ist ja auch klar. So, genau. Wir fahren jetzt aber mal in Außenansicht. Wieder bis 14? Ja, wieder mit 14. Mein Gott. Passt. Das passt. So, dann gehen wir mal Eisenerz holen. Dass die Produktion hier mal weiterläuft. Und wenn der LKW was ist, dann haben wir auf jeden Fall schon mal was in... Reserve. Ja, ich will es halt mal hoffen, ne? Jetzt hat schon wieder der nächste Spieler bei uns Karriere zurückgesetzt, ne? Ja, ich hab's schon gesehen, der Alex, ne? Und der eine. Und der eine ist überhaupt gar nicht gefahren, ne? Ja, ja, den schmeißen wir jetzt raus. Ja, um sie. Da fällt schon wieder der Hammer. Ja, klar. So, wir wissen ja, dass wir hier. Ich bin gerade unterwegs in dem Betrieb. Okay. So, gucken wir mal. Dann fahren wir jetzt mal zur Richtung. Steinbruch. Wird er gesagt, das Erzwerk. Warum hupst du denn da oben? Also normal ist es ja nicht, ne? So, ach, und weiter. Und wir haben zwei, die noch nicht gefahren sind. Ich schmeiß jetzt beide raus. Ciao. Was? Da fliegt schon wieder der Bonhammer. Eieiei. Schmeißt du nicht dauernd die Leiter raus? Jetzt hast du ja immer gar keine mehr. Oh, da wird schon Werbung für Lego gemacht. Haha, krass. Hab ich gerade auf dem Bild gesehen, ey. Mitarbeiter rausgeworfen. Marcel 12.
Ja, das brauchst du aber jetzt aber nicht hier drin zu erwähnen, ne? Das ist jetzt hier der falsche.